Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Hallo. Hallo, guten Tag. Johanna Koch am Apparat. Hallo. Ja, hallo. Können Sie gesprochen mit Frau Mülle, meine, ja? Nein. Wie heißen Sie? Warum fragen Sie? Weil das geht um Onlinehandel und Sie haben Registrierung gemacht, unsere Finanzmarkt in RTA Finance. Sind Sie Frau Reporter? Nein, ich bin Sia Fischer. Wirklich? Sind Sie sicher? Was? Sind Sie sicher, dass Sie sind nicht Frau Reporter? Also das ist komisch. Ja, ich habe gesagt, wer ich bin. Wirklich? Und wo ist Harry Reporter? Entschuldigung, Sie haben Inertia Finance Registrierung gemacht. Wirklich? Habe ich das gemacht? Ich glaube, Sie haben das gemacht. Sie haben Ey, jetzt, ich weiß nicht endlich, wer du bist. Du bist doch die Olle, die gesagt hat, bist du schon gefickt? Bist du schon gefickt? Du bist Arschloch. Du bist Arschloch. Du bist Arschloch. Arschloch. Alle Arschloch. Alle. Hast du heute schon gefickt? Du bist doch die Olle, die gesagt hat, hast du heute schon geschickt? Mit mir. Weißt du noch? Mit mir? Mit mir. Mit mir. Bitte mir. Mit sag mal, Adresse, Telefonnummer, Name, Nachname. Warum rufen Sie auch dann? Das ist Belästigung, was Sie machen hier, ne? Was mache ich? Sie machen Belästigung. Ja, das ist mein Job. Ja, Sie terrorisieren meine Familie. Was du möchtest. Ja. Was du möchtest. Mir ist scheißegal. Jetzt mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker. Hau ab. Gibt's doch nicht. Was ist hier los, Leute? Hier will man nur traden in Ruhe. 250 Euro einzahlen. Und dann wird man angemetzt. Das geht doch nicht. Jetzt habe ich hier noch eine Leitung drin, aber der sagt nichts mehr. Was ist da los, bitte? Hallo? Hallo. Ich bin's, der Pipi-Mann. Hallo? Ja, wer ist da, bitte? Wer ist da? Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich bin Hermine. Was? Hermine bin ich. Hermine? Ja. Oh, okay, Sie wollen Ihren Handel beginnen, unsere Website, Hermine. Genau. Okay. Und wie viel Sie wollen beginnen, Ihren Handel? Mit der Minimalsumme natürlich. Aha, 250 Euro? Mhm. Okay. Oh, alles klar. Kleiner Moment. Natürlich, ich habe Zeit hier. Okay, warum Sie wollen mit dem Mindestbetrag beginnen, 250? Sie wollen ein bisschen so mehr Betrag beginnen, zum Beispiel 500 Euro. Ich kann geben Ihnen Bonusgeld auch, wenn Sie beginnen, 500 Euro. Machen wir so. Machen wir so? Mhm. Okay, dann Moment. Also, Herr Müller, wenn Sie wollen, also normales Gewinn haben, Sie können beginnen mit die 1.000 Euro. Wissen Sie, bei uns ist es so, weil wir sind eine professionelle Finanzmacht und wir machen alles also für unsere Kunden genau. Gewinn. Mhm. Kunde ist König. Ja. Darf ich wissen, das ist Ihr erstes Mal oder Sie haben schon Erfahrung mit den anderen Plattformen? Genau, ja. Was genau? Also ich mein erstes Mal natürlich. Das ist Ihr erstes Mal? Nee, zweites Mal eigentlich, aber ist egal. Also Sie haben schon Erfahrung, ja? Ja, genau. Aha, mit welcher Plattform Sie haben Erfahrung, darf ich wissen? Oh, ich glaube, die hießen eToro und Inertia Finance. Ja, also, Sie haben Erfahrung mit Inertia Finance? Ja, ich glaube schon.
sie glauben oder sie haben. Also sie wissen nicht, ja? Das war sie sind vielleicht nicht sicher. Das war vor 4 Monaten, weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Aha. Welche Erfahrung haben Sie in ja, der Feines? Eine gute auf jeden Fall. Gut. Kennen Sie Ina Vormann? Ina Vormann? Ja. Nein, weiß ich nicht. Die ist von Inertia Finance gewesen. Ach so, und Sie haben mir gearbeitet mit dem Ina Vormann? Oder kennen Sie Martha Ritsch? Nein, weiß ich nicht. Nee, dann war es eine andere Firma, glaube ich. Wie viel Agent wissen Sie von diesem Company? Nee, da war es eine andere Firma. Keine Ahnung. Sie wissen nur die zweite Person oder mehr? Nee, nur die zwei. Nur die zweite, aha. Also Sie haben Erfahrung mit diesem Leute, ja, vielleicht? Ja. Sie kennen nicht diese Personen. Mit dem habe ich gehandelt schon mal, ja genau. Alles klar. Und Sie wollen alles jetzt nochmal also investieren, ja? Ja, genau. Alles klar. Und wie viel? Wie viel Sie wollen beginnen, Ihre Handel? Also mit der Minimalsumme natürlich. Minimal. Natürlich. Was auch sonst. Liegt ja auf der Hand. Okay, und war also wissen Sie, dass Sie können auch verlieren? Was, verlieren? Nein. Ja, Sie Geld verlieren? Nein, ich mache nur Profit. Denken Sie über die Risiko, meinte ich, ja? Ach weil so, das Risiko. Die Finanzmarkt. Sie können nee. Natürlich investieren und verlieren Geld. Denken Sie über dieses Risiko oder nein? Nee, Risiko gibt es bei mir nicht. Es gibt kein Risiko bei mir. Also, ja. Also auf der Seite stand, ich mache auf jeden Fall Profit, also, als ich mich angemeldet habe. Ja, ich will gerne genau. sagen, dass in alle Finanzmarkt gibt es diesem Risiko, ja? Weil wenn Sie also investieren, Sie können haben auch diesem Risiko, dass Sie können verlieren Ihre Geld. Ach so, wie viel denn? Ja, ja natürlich, das ist Finanzmarkt. Sie wissen noch nicht? Nein. Also wie viel kann ich verlieren? Und mit welchem, darf ich wissen, mit welchem Produkt Sie haben Ihre Geld investiert? Oh, das hat der Manager alles gemacht, der Broker. Aha, Broker mit welchem Produkt gemacht? Bitcoin, Ethereum. CFD oder so, CFD. Welche? CFD? Was? Oder BVB, irgendwie sowas. CFD? Oder BVB. Oder FDP oder SPD, keine Ahnung mehr. Hast du gewonnen oder hast du alles verloren? Ich hab Profit eigentlich. Okay, hast du etwas gewonnen oder hast du etwas... Genau, Profit, ja. Zu viel was? Ich hab zu viel Profit, Gewinn? Ja. Ja, ja, genau. Profit. Okay, können Sie sagen, wie viel Tausend Sie haben Gewinn? 10 Euro. 10? Okay, 10 Euro Gewinn Sie haben. Ja. Ja? Ja. Okay. Ist das gut? Ja, ne? Das ist doch gut, das Geld. 10 Euro. Ist eine gute Sache. Das tue ich immer ans Tierheim spenden. Okay, ja? Okay, jetzt, also, ich kann sprechen mit dir, meine Finanzabteilung. Kleiner Moment. Mit der ganzen Finanzabteilung darf ich reden? Okay. Sehr gerne. Hallo, guten Tag. Sind Sie die Finanzabteilung? Hallo? Spreche ich mit wem? Mit wem? Mit mir. Hörst du mich, ja? Sie sprechen mit mir. Name? Im Sandkasten haben wir noch nicht gespielt, Kollege, ne? Ich heiße Hermine. Okay. Wie heißt Ihre Mutter? Hä? Was hat die damit zu tun? Wie heißt Ihre Mutter? Ich denke, Ihre Mutter war unsere Kundin auch. Meine Mutter? Nee, glaube ich nicht. Die ja, Ihre Mutter. Die hat davon gar keine Ihre Ahnung. Ihre Mutter war... Ja, bei uns. Was? Ja, Ihre Mutter hat viel gewinnen. Echt? Von unserer Seite. Persönlich von meiner Seite. Ach, davon weiß ich ja. Aber nichts. Ich denke, du bist Ergebnisse. Was bin ich? Ja,
Was? Ich verstehe nicht. Ihre Mutter ja. war bei uns. Ja. Wir haben viel getradet. Ja. Und du bist Ergebnisse. Und ich bin das Ergebnis? Ja. Also wie viel Profit? 10.000 oder was bin ich? Ja, du bist Ergebnis. Hä? Also wie viel habt ihr getradet jetzt? Ich habe, und unsere Firma hat mit ihrer Mutter alles versucht. Ja. Ganzen Tag, ganzen Nacht. Und jetzt gerade, du bist Ergebnisse. Also per Telefon, ja. Oder wie habt ihr das gemacht? Hä? Also das kann sein. Das kann sein, ja. Echt? Okay. Und jetzt gerade, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Mach etwas zum Beispiel Fragen. Ja. Aufschreiben dir irgendwelche Fragen für deine Mutter. Okay. Aufschreiben. Ja. Okay. Wie zufrieden ist Ihre Mutter mit unserer Company? Und wie ist das Ergebnis? Also, wie du bist. Bist du gut oder nicht, okay? Und gib uns das unter dem Mail, okay? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist aber die Aufgabe von meiner Seite. Aber meine Mutter hat doch gar nicht getradet mit euch. Du willst das machen. Ja. Oder wir werden gar nichts machen, okay? Oh. Okay, das ist aber, die Aufgabe. Aber bleibst am Telefon. Du sollst das zuerst machen. Soll ich eben kurz meine Mutter fragen? Dann kannst du, ich erlaube, mit unserer Firma zu traden. Oh, ja, okay? ich frage mal eben kurz, okay? Kleinen Moment. Frag ihre Mutter, von Inertia Finance, wieso zufrieden ist ihre Mutter, okay? Recherchierung sollst du machen mit ihrer Mutter, okay? Also, wie zufrieden? Okay, und dann... Aber die handelt doch gar nicht mit euch. Adresse, wo sollst du kommen? Mit ihrer Mutter, okay? Aber das ist ihre Aufgabe. Auf Wiederhören. Ciao. Aber ihr handelt doch gar nicht, die Schweine. Hä? Was für tolle Dummköpfe, ey. Ja, traden. Ich weiß schon ganz genau, was sie mit meiner Mutter traden hier, aber naja. Ich bin mal der Ahnungslose gewesen. Was für Holzköpfe, ey. Was für Holzköpfe.